Wir sprechen über Geld, Wirtschaft und Wohlstand in der Antike. Mein Gast heißt Michael Sommer. Er war in Oxford und in Liverpool tätig und ist heute Professor in Oldenburg. Er hat schon mehrere spannende Bücher geschrieben. Jonas Hopf. Herr Professor Sommer, Sie sind gestern von einer Reise zurückgekehrt. Darf ich neugierig sein, wo Sie denn waren? Ich war in Ungarn. Okay, und gab es da besondere historische Orte anzuschauen? Da gibt es ganz viel, wo man auf den Spuren der Römer wandern kann. Das ist natürlich auch das, was ich hauptsächlich gemacht habe. Okay, welchen Ort zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel Aquincum, also das heutige Budapest, ist ein ganz, ganz wichtiger Ort, um römisches Grenzregime zu verstehen. Es gibt einen Statthalterpalast, der ist auf eine Donauinsel gesetzt. Da ist nicht mehr sehr viel davon da, aber allein die Lage, das ist faszinierend, wenn man sich das anguckt. Also der Statthalter guckt sozusagen, wenn er aus dem Fenster schaut, direkt ins Barbarikum rein und in eine der, ich würde jetzt mal sagen, so in einen der Hotspots der römischen Grenze. Also auf der anderen Seite der Donau, da sitzen die richtig bösen Jungs. Und das ist ganz typisch. Also der Statthalter, der kommandiert sozusagen von ganz vorne. Und wenn man sich jetzt anguckt, wer da der Statthalter war, das ist damals noch Titus Aelius Hadrianus gewesen, der spätere Kaiser Hadrian. Und ich würde sagen, Aquincum ist so ein Ort, von dem sich auch so ein bisschen das Verständnis erschließt, dass dieses Imperium eine Grenze hat und dass es auch Grenzen braucht, dass es also dass dieses Modell, wie Augustus das mal vorgeschwebt hat, so ein Imperium sine fine, ein grenzenloses Reich, dass das so nicht funktionieren kann, sondern dass es klar abgegrenzte Räume sind, die eben römisch sind und dass innerhalb dieser Grenzen dann auch so etwas ist wie ein Identitätsraum, in dem so etwas heranreifen kann wie eine Schicksalsgemeinschaft. Ich glaube, das ist der große Traum des Hadrian gewesen. Hat der Hadrian diesen Palast auch gebaut? Der ist unter seiner Statthalterschaft errichtet worden. Ja, also der Hadrian ist derjenige gewesen, der diesen Teil der Provinz Pannonien sozusagen richtig zum Vorposten auch gemacht hat. Der historische Hintergrund sind die etwa gleichzeitig stattfindenden Dakerkriege, 3 Jahren. Also sein etwas zweifelhafter Adoptivvater oder späterer Adoptivvater, der führt Krieg in Dakien, im heutigen Rumänien. Und das macht eben diese Donaugrenze in Pannonien ganz besonders wichtig. Und Hadrian ist Statthalter da. Das zeigt also schon, der hat eine ganz besondere Vertrauensposition beim Kaiser. Oder kein Verwandter oder nur ein entfernter Verwandter ist. Aber er hat eine Vertrauensposition beim Kaiser und er weiß eben auch um die Bedeutung, die diese Grenze und das spezielle Grenzvorfeld dort hat. Das wird später auch tatsächlich der Raum sein, an dem sich dann die Markomannenkriege entzünden, wo Rom dann zum ersten Mal einen Vorgeschmack auf das kriegt, was ihm im 3. Jahrhundert blüht und was ihm dann erst recht in der Völkerwanderung blüht. Also das ist sozusagen der Hotspot überhaupt schlechthin. Und da geht der Statthalter mit seinem Palast in die vorderste Linie. Wie kann ich diese Insel auf der Donau als Tourist finden? Ja, super gute Frage. Also es ist natürlich in keinem Reiseführer, den man jetzt so aufschlägt, zu Budapest verzeichnet. Man kriegt aber Informationen, wenn man den archäologischen Park Aquincum besucht. Da ist eine relativ gute Dokumentation im dortigen Museum. Da ist dann auch Thema, wie die Römer eigentlich Pannonien beherrscht haben und welche Bedeutung die Provinz für die Römer hatte. Und natürlich wird Hadrian und seine Statthalterschaft, das wird da dokumentiert. Und dann kann man tatsächlich auf diese Insel, kann man gehen. Da geht ein Wanderweg einmal ringsrum. Und an genau der Stelle, wo der Palast stand, da sieht man heute nichts. Aber es steht eine Tafel da, die dann ziemlich gut, Auskunft darüber gibt, wie das mal ausgesehen hat. Also man kann sich dann vorstellen.
Und dann weiß er eben, man braucht Grenzbefestigungssysteme und dann ist also die Idee von da bis zu so etwas wie Hadrian's Wall oder dem rätisch-germanischen Limes, ja, das ist dann nicht mehr so ein weiter Weg. Ja. In dem Zusammenhang muss ich vor allen Dingen für die Zuschauer unbedingt erwähnen, dass ich schon mal auf der Donau auf einem nachgebauten Römerboot gerudert bin. Da war ich dabei, war ich ganz stolz, dass ich da mitgehen durfte. Und zwar in der Nähe von Carnuntum, und zwar Richtung Ungarn rüber. Ich war nicht ganz so lange dabei, dass ich dann auch in Ungarn auf dem Römerboot war. Aber wer da mehr Interesse hat, es gibt auf YouTube, auf meinem Kanal gleich mehrere Videos zu diesem Römerboot. Wann startete denn Ihre Reise als Historiker und wieso haben Sie sich für diesen Lebensweg entschieden? Ja, also da gibt es ja mehrere Antworten darauf. Also die langweilige Antwort ist sozusagen Karriere übers humanistische Gymnasium und dann römisch-griechisch. Genau, an der Stelle nochmal viel Respekt. Eckhard Lederbogen kann ich erwähnen. Toller Mann, bei dem habe ich unglaublich viel gelernt. Der hat mich, einem solchen Faszinosum für mich gemacht, dass ich unbedingt diese Sprachen studieren wollte. Und da habe ich auf der Uni festgestellt, ich kam da gerade von der Marine, bin zur See gefahren und habe ich festgestellt, boah, das ist so gar nicht meins, diese Literatur. Und so hatte ich mir das irgendwie nicht vorgestellt, dass ich also jetzt irgendwie Ovid lesen soll, einfach um des ästhetischen Genusses willen. So bin ich nicht. Und dann gab es aber eine gute Alternative in Freiburg, die alte Geschichte. Und vor allem hatte die alte Geschichte was im Portfolio, was mich unbedingt angefixt hat. Die hat nämlich ein Erasmus-Programm mit Italien. Also habe ich mich an die alte Geschichte rangehängt, weil ich unbedingt nach Italien gehen wollte. Und da habe ich festgestellt, wow, das ist also jetzt schon viel mehr meins. Ich wollte das aber immer mit was Modernem auch kombinieren. Deswegen bin ich dann auch Politikwissenschaftler geworden, habe mich dann auch noch mal auf die Altorientalistik geworfen. Also so wie das damals noch war, man konnte vieles nebenher studieren, mehr oder weniger auch viel Zeit relativ planlos nebeneinander her studieren. Ja. Den Luxus haben ja Studenten heute nicht mehr. Nicht mehr so verschult und durchgetaktet wie heute, ja. Aber es gibt natürlich noch eine viel schönere Antwort. Und die schönere Antwort ist, ich habe wie alle meiner Generation, immer mit 7 oder 8, habe ich angefangen, Asterix zu lesen. Und das hat mich einfach total fasziniert. Ich fand einfach, natürlich, also sind die Asterix-Geschichten sind alle natürlich irgendwie Parabeln auf unsere Zeit. Aber das war für mich damals als Grundschüler oder etwas älterer Schüler, das war überhaupt nicht das, was bei Asterix im Vordergrund stand, sondern was mich bei Asterix so richtig fasziniert hat, ist dieses Eintauchen in eine ganz andere Welt gewesen. Und also dieses römische Imperium. Ich glaube, das, was bei Ihnen der Asterix-Comic war, war bei anderen vielleicht Computerspiele wie Age of Empires oder Civilization oder sowas. Zur Vorbereitung für dieses Gespräch habe ich Ihr Buch Dark Rome mir angehört. Bei Audible kann ich nur empfehlen, weil es nicht nur tiefere Einblicke, sondern auch sehr überraschende Einblicke in die Römerzeit bietet. In dem heutigen Gespräch möchte ich aber vor allen Dingen über das Buch hier sprechen. Und da fange ich gleich an mit der Frage Zusammenhang, Ungleichheit und Hochkultur. In Ihrem Buch sprechen Sie da von funktionaler und vertikaler Differenzierung. Was meinen Sie damit? Ja, also ich glaube, dass sobald Menschen anfangen, irgendwie etwas mehr sein zu wollen als Ackerbauern, die ihr Feld bestellen, dann gibt es das Phänomen, dass einige reicher sind als die anderen, mehr Privilegien haben, in der Regel auch schönere Berufe haben, ein attraktiveres Arbeitsumfeld, bessere Wohnbedingungen. Das ist die vertikale Differenzierung, die Differenzierung der Welt sozusagen in Upstairs, Downstairs. Und das
ist eine ganz normale Begleiterscheinung des zivilisatorischen Prozesses. Also schon aus Insofern, der Jungsteinzeit. natürlich schon in der Jungsteinzeit, sobald Leute irgendwie ein Feld haben und dieses Feld ihr eigen nennen und in dieses Eigentum investieren, ja, und da, der Nachbar investiert eben nicht, da haben wir vertikale Differenzierung. Aber die vertikale Differenzierung nimmt dann nochmal deutlich an Fahrt auf, sobald wir eben auch eine zweite Differenzierung haben, die funktionale Differenzierung. Und das kommt mit dem Phänomen Stadt. Da haben wir dann eben Leute, eine Stadt, kann sich mit Max Weber fragen, was ist denn eigentlich überhaupt eine Stadt? Und die meisten Leute werden sagen, naja, eine Stadt ist einfach eine große Siedlung, wo viele Leute wohnen. Aber das ist als Kriterium überhaupt nicht erschöpfend. Also eine Stadt ist eigentlich noch viel mehr. Eine Stadt ist vor allem ein Ort, an dem Leute wohnen, die nicht die Lebensmittel produzieren, die sie selber essen. So würde ich erstmal Stadt differenzieren. Also das Vorhandensein von Stadt setzt voraus, dass Leute unterschiedlichen Jobs nachgehen. Der eine ist in der Landwirtschaft tätig und produziert halt so viel, dass er die Leute, die agrarisch unproduktiv sind und in der Stadt sitzen, dass er die noch miternähren kann. Ja. Das Und der heißt, andere, kurze Zwischenfrage, die kupferzeitlichen Siedlungen in Osteuropa, die ja schon sehr groß gewesen sein sollen, mit vielen tausend Einwohnern, die waren aber noch keine Stadt genau aus dem Grund, weil die alle sich selber versorgt haben und die haben alle Landwirtschaft betrieben. genau, es sind einfach große Siedlungen. Großsiedlungen, ja. Genau wie Çatalhöyük in Anatolien oder dann später die Oppidar, man denke jetzt an Manching oder sowas, hier in der noch eisenzeitlichen Keltika in Mittel- und Westeuropa. Also auch die keltischen Siedlungen waren keine Städte. Danach eigentlich keine Städte. Nein, keine Städte im vollen Wortsinn. Ja. Und eine Stadt braucht eben mehr. Sie braucht diese funktionale Differenzierung. Sie braucht eine Gruppe von Leuten, die agrarisch unproduktiv sind und sich ausschließlich anderen Beschäftigungen widmen. Das können Handwerker sein, das können Schreiber sein, das können Priester sein, Soldaten. Ja, und dann braucht es halt Leute, die die Orga machen. Also, denn eins ist ja klar, wenn irgendwo im Dorf, da sitzen die Leute, die produzieren Getreide und Gemüse und Fleisch. Und in der Stadt sitzen die Leute, die produzieren das eben nicht. Die produzieren dafür andere Sachen und Dienstleistungen. Man muss sie halt irgendwie zusammenbringen. Und dafür braucht es irgendein Interface. Heute würde das der Markt regeln. Aber es muss ja nicht unbedingt der Markt sein. Man braucht aber irgendwie eine Organisation. Und diese Orga müssen sich halt auch Leute kümmern. Und ja, so entsteht dann im Grunde sowas wie Politiker, Bürokraten. Ja, die muss es eben auch in der Stadt geben. Ja. Genau an der Stelle Verwaltung und Markt möchte ich später nochmal in die Tiefe gehen und nachfragen. Aber vielleicht an der Stelle erst nochmal, Geschichte verläuft ja nicht geradlinig. Ja? Wir haben die Bronzezeit, wir haben die Antike, wir haben die Neuzeit seit der Renaissance. Würden Sie da so von Hochphasen sprechen oder sogar von goldenen Zeitaltern? Wie tun Sie das? Ja, also es gibt ja ganz viele meiner Kollegen, die würden jetzt sagen, sowas, das ist irgendwie finstere Geschichtswissenschaft, wenn man sagt, das ist, sag mal, dass Zivilisation, ich möchte das mal so sagen, unterschiedliche Aggregatzustände haben kann. Es gibt auch Zivilisation, die eben Menschen ein besseres Leben ermöglicht als andere Aggregatzustände von Zivilisation. Und es gibt jetzt Kollegen, die sagen, ja, irgendwie sowas wie die Spätantike, der Untergang des Römischen Reiches, das ist gar kein Verfall und auch kein Untergang gewesen, es ist einfach nur anders geworden, es ist nur eine Transformation geworden und im Gegenzug dazu,
dass eben dann irgendwie nicht mehr so viel Wirtschaftsgüter hergestellt wurden und vielleicht die Leute auch nicht mehr so gebildet waren, hatten sie dann aber ein enormes Plus an Spiritualität. Da würde ich jetzt sagen, naja, ob die Das jetzt so klingt sehr begeistert nach Zeitgeist. Alles ist waren. irgendwie gleich und in Ordnung und Genau, nicht? Das ist absolut zeitgeistig. Und ich würde schon sagen, also jetzt rein objektiv gesehen, wenn ich mir so die Geschichte angucke, es gibt so Phasen, da möchte ich lieber leben und ja. andere Phasen, da würde ich nicht so gerne leben. Und jetzt also die Zeit unmittelbar, also jetzt mal Italien im 6. Jahrhundert nach Christus ist vermutlich jetzt nicht unbedingt meine Wunschepoche, wo die West- und Ost- und Goten und die Byzantiner und so weiter da durchziehen. Also das hätte ich vielleicht nicht unbedingt gebraucht. Ich würde sagen, ja, es gibt Phasen der Geschichte, in denen Zivilisation so organisiert ist, dass sie den Menschen ein relativ gutes Leben ermöglicht. Und es gibt da auch Räume, wo das eben besser ist und wo es schlechter ist. Also sagen wir mal so, das Westeuropa und Afrika von heute, das gibt es in der Geschichte halt auch immer. Ja. Ich würde sagen, römisches Imperium, Persien, China, ja, das ist sozusagen das Europa von heute. Und leider muss man sagen, das subsaharische Afrika war eben damals vermutlich auch schon das Afrika von heute. Also da hat sich vielleicht dann nicht so viel geändert. Also ja, ich würde sagen, Zivilisation hat Ups and Downs. Und wenn man sich dann mal fragt, was denn eigentlich diese Hochphasen von Zivilisation garantiert, dann sind es ausgerechnet immer die bösen Imperien. Also je besser es den Imperien geht, so besser geht es in der Regel auch den Menschen, die da drin leben. Also die Imperien, die reden immer viel von zivilisatorischer Mission, aber da ist auch einiges dran. Also würde ich jetzt mal sagen, das ist den Leuten im römischen Imperium oder im Reich von Akkad oder im Perserreich der Achämeniden, da ist es denen durchweg besser gegangen als den armen Teufeln, die um diese Imperien drumherum gelebt haben. Vor wenigen Jahren hat dieses Buch hier für Schlagzeilen gesorgt, der Untergang der bronzezeitlichen Ordnung. Was ist da damals passiert? Ja, also ich sehe es eigentlich ganz genauso wie Eric Klein, wobei ich sagen muss, das Buch, finde ich, das hat so ein bisschen zu Unrecht so viel Publicity bekommen, weil das eigentlich überhaupt nicht neu war. Als der Eric Klein das publiziert hat, da war das eigentlich schon seit 20 Jahren mehr oder weniger Common Sense in den einschlägigen Disziplinen. Die Pioniere der Idee, dass es keine große Völkerwanderung oder keine große einzelne isolierbare Katastrophe war, die, jetzt müssen wir ja auch sagen, worum es geht. Es geht also um das Ende der Bronzezeit und den Zusammenbruch der Imperien, die vor allem die Osthälfte des Mittelmeers und Vorderasien, die dort floriert haben und dann sehr plötzlich kollabiert sind. Mit einem groß, auch wieder einem großen Minus an Zivilisation, was danach eingetreten ist. Und Und man spricht ja auch von einem dunklen Zeitalter, also einer genau. Art erstes Mittelalter. Eine Art erstes Mittelalter, könnte man so sagen. Also dass praktisch die ganze Konnektivität, wie man heute so schön sagt, das Verbundensein von Plätzen, die relativ weit voneinander entfernt liegen, all das wird sozusagen, da findet ein massives Downscaling statt und Leute leben plötzlich wieder in sehr, sehr kleinen Welten mit sehr engen Horizonten und auch sehr bescheidenen ökonomischen Mitteln. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist eigentlich das, was da passiert ist. Bis vor 30, 40 Jahren war eigentlich die Haupthypothese, es hat eine riesen Völkerwanderung gegeben, auch so ähnlich wie am Ende der Antike. Und diese Seevölker, die da angeblich über die gesamte Osthälfte des Mittelmeers einfach so rübergeschwappt sind, die haben dann das Hethiterreich und das ägyptische Neue Reich und dann auch letztendlich Assyrien und die ganzen Städte dort in der Levante. Das haben die alles unter sich begraben. Und letztendlich Mykene, Ugarit. Ugarit, genau, all das. Troja nicht zu vergessen. Also eine Riesenvölkerwanderung und bums sind diese ganzen Palastzentren
dort Geschichte. Und zwei italienische Orientalisten, Mario Liberani und Carlo Zaccagnini, die haben zum ersten Mal so Ende der 80er Jahre schon Zweifel daran geäußert, dass es wirklich so gewesen ist. Sie haben überhaupt alle monokausalen Erklärungsmuster, es gibt ja auch noch Erdbeben, irgendwie Tsunami oder dass die Eisentechnologie diesen Wandel mit sich gebracht hat oder Dürre oder weiß der Kuckuck was. Der Klimawandel wird heute natürlich oft thematisiert, der ist an allem schuld. Ja, gut. Genau, der Klimawandel, der muss auch schuld sein. Und die beiden haben ein Modell entwickelt, das ich damals schon sehr, sehr schlüssig fand, als ich zum ersten Mal in Kontakt damit gekommen bin, also irgendwann Ende der 90er Jahre, und haben gesagt, nein, also dieses System der Bronzezeit, dieses praktisch internationale System mit ein paar großen imperialen Playern und dann einem Dutzend oder zwei Dutzend kleinen Playern dort, das ist in sich so komplex und ist so voraussetzungsreich, dass sobald da irgendwie Unwuchten entstehen, und sei es nur auf lokaler Ebene, und Sie haben das dann nachgewiesen in der Amana-Korrespondenz, wie es dann plötzlich diese Unwuchten gibt und wie so Kleinkönige in der Levante, die können das nicht mehr kontrollieren, denen laufen die Bauern weg, die Bauern sind unzufrieden und gehen einfach in die Berge oder in die Wüste und machen wieder Nomadismus dort. Ja. Und es gibt Gewalt, wie es denn in solchen Situationen immer passiert. Und weil aber dieses System so ungeheuer vernetzt ist, weil man könnte sagen, die Lieferketten praktisch alles bestimmen und die jetzt plötzlich unterbrochen werden, und zwar nicht nur die materiellen Lieferketten, sondern auch die ideellen Lieferketten, deswegen zieht es immer größere Kreise. Und zuerst kommen die kleinen Staaten ins Rutschen und dann kommen die ersten Imperien ins Rutschen, vor allem das Hethiterreich, das sowieso eine ziemlich schwache ökonomische Basis hat. Und so gibt dann irgendwie eins das andere. Die Akteure, die, wenn man das so sagen will, daran schuld sind, die kommen aber eigentlich aus dem Inneren dieses Systems. Da braucht es gar keine Leute, die da von außen einwandern, ja, sondern die Saat praktisch für Rebellion, Bürgerkrieg, Konflikte, die ist sozusagen vor Ort schon da und die geht auch vor Ort auf. Ja, und das ist das Modell von Zaccagnini, Liberani, und das hat im Grunde Klein, ja, ich sage jetzt nichts mehr, aber so ähnlich wie es auch bei Klein. Ich zeige es nochmal kurz, es ist spannend, aber anscheinend war es nichts Neues. kann man das vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem Untergang des römischen Imperiums und vielleicht auch der französischen Revolution oder vielleicht sogar der deutschen Einheit, dass das, was da umgeschmissen wurde von der Völkerwanderung oder von dem Sturm auf die Bastille oder den Demonstranten in Leipzig, dass das ein schon morscher Baum war zu dem Zeitpunkt. Weil der Staat pleite war und nicht mehr richtig funktioniert hat. Ja und nein. Also man muss natürlich erstmal mit den Vergleichen muss man immer vorsichtig sein, weil die wirtschaftliche Basis von industriellen und postindustriellen Gesellschaften ist natürlich eine ganz andere als die von vorindustriellen Gesellschaften. Die sind viel, viel labiler und deswegen schaukeln sich auch solche kleinen Unwuchten relativ schnell zu großen Systemkrisen auf. Also ich glaube, das ist sicherlich ein Unterschied. Wie morsch das Ganze ist, ich weiß es nicht. Es sieht auf jeden Fall, es sieht ja noch 50 Jahre bevor denen der ganze Laden um die Ohren fliegt, sieht das alles noch relativ vital aus. Aber man sieht halt so im Kleinen, ja, da funktioniert es nicht mehr richtig. Ja, kann sein. Aber ich würde eher sagen, also man kann es vermutlich besser, als jetzt zu sagen, der Baum war schon morsch. Chaostheoretisch kann man es besser erklären. Es ist halt ein Haufen von Kontingenzen, der da zusammengewirkt hat. Wie ich überhaupt finde, Kontingenz ist die stärkste Kraft in der Geschichte überhaupt, von uns Historikern notorisch unterschätzt, weil wir ja immer alles systematisieren wollen. Wir wollen ja immer für alles eine Erklärung haben. Und die Kontingenz ist eben genau diese böse Kraft, die sich dagegen so beharrlich sperrt. Was genau meinen Sie da meint? Ist das dieser schwarze Schwan, der plötzlich auftaucht, den keiner vorhergesehen hat?
Naja, also Kontingenz bedeutet ja, dass im Grunde genommen es so kommen kann, aber nicht kommen muss. Und also es ist im Grunde, die Kontingenz ist sozusagen die kleine Schwester des Zufalls, wenn man so will. Nicht? Und sie hat immer ihre Hand im Spiel bei der Geschichte. Also es passieren andauernd Sachen, die nicht passieren müssen. Nach dem Zusammenbruch dieser bronzezeitlichen Ordnung hat es ja dann je nach Region 300, 400, 500 Jahre gedauert, bis man sich da wieder erholt hat einigermaßen. Eine der ersten Völker, die sich relativ schnell wieder erholt haben, waren die Phönizier. Wieso waren die denn so erfolgreich? Also erstmal sind die an einer einmalig günstigen Schnittstelle platziert. Die Phönizier sind in der mittleren Levante, also die Küstenebene des heutigen Staates Libanon im Wesentlichen, noch so ein Tick von Syrien dabei und ein Tick von Israel. Sie sind in einer Küstenebene, die sehr fruchtbar ist, aber auch sehr klein, die kleine Städte durchaus ernähren kann. Aber sobald man etwas mehr will und ein bisschen mehr Bevölkerung hat, muss man nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten. Sie sind erstmal durch ein bis zu 3000 Meter hohes Gebirge, den Libanon, vom Hinterland weitgehend isoliert. Es gibt ein paar Pässe, wo man rüberkommt, aber es ist nicht bequem, ins Hinterland zu kommen. Das ist sozusagen einmal die Isolation gegenüber dem Binnenland oder die Offenheit gegenüber dem Meer. Das Meer ist sozusagen der logische Ausweg aus dieser Isolation für die Menschen, die da wohnen. Und es verbindet diesen Raum mit anderen Räumen. Erstmal mit Ägypten, das ist das nächste Zentrum, was da in Sicht ist. Dann aber auch Kleinasien, der Küste Kleinasiens, also das damals dann schon untergegangenen Hethiterreichs und schließlich dem gesamten mediterranen Westen. Und weil diese Städte in der Region immer im Schnittpunkt unterschiedlicher kultureller Einflüsse lagen, sind sie auch von unterschiedlichen Seiten immer befruchtet worden. Das ist gut für die Leute gewesen. Also es ist eine Menge Know-how dort an der Levante zusammengeströmt, aus dem Hethiterreich, aus Ägypten, letztendlich auch aus dem assyrisch beherrschten Hinterland, aus Mesopotamien. Und mit Blick auf die Wirtschaft, wie unterscheidet sich die Wirtschaft der Eisenzeit von der Wirtschaft in der späten Bronzezeit? Ja, da wollte ich jetzt gerade zu kommen. Für die Phönizier sind eben in diesen Städten, in der Küstenebene, das sind per Definition kleine. Es sind isolierte Städte, Stadtstaaten, könnte man sagen, die also quantitativ diesen großen Imperien der Bronzezeit hatten die nichts entgegenzusetzen. Aber plötzlich waren diese Imperien weg. Und mit dem Verschwinden der Imperien taten sich Unsicherheiten auf. Also sozusagen die Pax Romana der Bronzezeit, die war jetzt praktisch nicht mehr da. Es wurde riskanter, unsicher. Es gibt auch Dokumente, die das bezeugen. Also dort Handel zu treiben, das war nicht mehr easy peasy, sondern man musste ziemlich tough sein, um das machen zu können. Und der Wegfall der Imperien hat aber natürlich auch unglaubliche Möglichkeiten geschaffen. Man konnte jetzt plötzlich statt wie die kleine Stadt Byblos am Libanon das bis dahin getan hat, die haben immer ihr Holz, ihr Zedernholz, das ist so ziemlich das wertvollste Holz, was man haben kann. Das sind ganz lange Stämme und es ist auch alterungsbeständig. Also das Zedernholz ist enorm begehrt. Die Ägypter brauchten das, um ihre Grabkammern und weiß der Kuckuck, um das zu bauen. Und zwar Bauhaus, Holz, aber auch Holz, aus dem man Gegenstände hergestellt hat. Also die Ägypter haben wie wild Zedernholz importiert. Und zu Zeiten der Imperien war das so, die Ägypter sind da nach Byblos gekommen, haben gesagt, Leute, gebt uns mal Zedernholz. Und im Gegenzug scheint die Sonne des Pharao über euch. Toller Deal, ne? Und
Fanden die Phönizier vielleicht nicht, aber wir wissen es nicht, weil niemand sie gefragt hat. Und ab 1200 vor Christus ist dann plötzlich alles anders. Es gibt dieses mächtige Ägypten nicht mehr. Und das Ägypten und die Sonne des Pharao und so weiter, das ist jetzt auch da in der Levante nur noch so mittel respektiert. Also kommt da so ein ägyptischer Gesandter irgendwann um 1100 vor Christus, der wird dort vorstellig bei dem König von Byblos und sagt: Okay, wir hatten doch früher immer diesen schönen Deal, gebt uns mal Zedernstämme. Und daraufhin sagt der König: Nö. Und dann ist der Gesandte aus Ägypten, der ist erstmal total konsterniert, weiß gar nicht, was er jetzt darauf antworten soll. Und dann sagt, hat der König doch glatt die Unverschämtheit und sagt: Hier, also ohne Cash Down funktioniert hier überhaupt nichts. Was ist die Gegenleistung? Und dann lässt er seinen Schreiber kommen und der gibt dem Ägypter dann eine schöne lange Einkaufsliste mit nach Hause. Und dann muss der Ägypter wieder zurückfahren und fährt zurück nach Byblos und liefert dann die Sachen an und dann kriegt er auch seine Zedernstämme. Woher weiß man das? Was ist das für eine Geschichte? Also es gibt einen Text aus der Zeit um 1100 vor Christus, vielleicht auch ein bisschen später. Das ist mit Sicherheit ein fiktionaler Text. Also nichts ist genau so passiert, wie es dort steht. Dort ist eben die Rede von diesem ägyptischen Gesandten, der nach Byblos fährt, um das Zedernholz zu holen. Und dann passiert eben das, was ich eben geschildert habe. Aber der Text ist fiktional. Möglicherweise handelt es sich um einen Text, mit dem Schreiblehrlinge gelernt haben, Texte zu schreiben. Das weiß man nicht genau. Aber der Text leuchtet Zeitgenossen ein. Das heißt, die Verhältnisse, die dort geschildert werden, das sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit real existierende Verhältnisse der frühen Eisenzeit. Also sozusagen dieser imperiale Phantomschmerz, der da in Ägypten herrscht, auf der einen Seite und die neuen und das Ausreizen der neuen Möglichkeiten, das wir dort bei dem König von Byblos beobachten, das ist mit Sicherheit etwas, das hat es so gegeben. Ja. Kann man das ein bisschen zugespitzt dann so zusammenfassen, dass es in der Eisenzeit eine frühe Marktwirtschaft gab oder eine Art früher Kapitalismus und Globalisierung und in der Bronzezeit, zumindest in der späten Bronzezeit, eher etwas, was an Zentralverwaltungswirtschaft erinnert, nämlich die sogenannte Palastwirtschaft. Was war die Palastwirtschaft? Ja, also Palastwirtschaft, das sind natürlich alles Idealtypen, das müssen wir uns immer vor Augen halten. Ein Palast ist für uns einfach eine zentrale Organisation oder eine zentrale Institution, die dieses Interface, von dem ich eben gesprochen habe, zwischen Stadtbevölkerung, der agrarisch nicht produktiven Stadtbevölkerung und der Landbevölkerung und deren jeweiligen wirtschaftlichen Aktivitäten darstellt. Der Palast hat auf dem Land Lebensmittelüberschüsse eingesammelt, hat die eingelagert in großen Magazinen, hat darüber Buch geführt, eine ganze Bürokratie hat geguckt. Zwischenfrage, wenn Sie sagen eingesammelt, dann hat er die ja nicht gekauft beim Bauern, sondern die Bauern waren verpflichtet, Abgaben abzugeben. Genau, weggenommen hat er das. Ja. Also im Grunde hat er das gemacht. Also deswegen reden wir heute auch immer so von Staat. Das ist natürlich sehr problematisch. Aber der Palast hat das getan, was Staaten heute auch machen: Leuten Sachen wegnehmen, die sie erarbeitet haben. Also als Ja. praktisch legaler Raub. Das hat der Palast gemacht, so wie Staaten das heute auch machen. Und dann tut er was, was Staaten eben heute auch machen: Er verteilt das dann wiederum an andere. Der Mechanismus nennt sich Redistribution und genau das gibt es bei uns tatsächlich auch noch. Wir zahlen Steuern und andere Leute, zum Teil auch Leute wie ich, eben, wenn man im öffentlichen Dienst ist, wir kriegen das dann wieder zurück. Ja, also der Staat tritt immer noch redistributiv auf. Ja. Und das haben die Paläste eben auch getan. Insofern ist das eine gelenkte, zentral gelenkte Wirtschaft gewesen. Es gab noch andere Institutionen. Es gibt also so ein
für die Zeitgenossen war es einfach ein großes Haus. So ein großes Haus konnte einem großen Mann gehören oder es konnte auch einem Gott gehören. Und dann nennen wir das Tempel. Für Also, die, man ja, hätte statt Palastwirtschaft auch Tempelwirtschaft sagen können. könnte man auch sagen, für die Zeitgenossen hat das gar nicht so einen Riesenunterschied gemacht, ob das jetzt einem großen Mann oder einem Gott gehört hat. Denn mehr oder weniger ist das dasselbe. So riesige Unterschiede gibt es da nicht dazwischen. Ja. Und der Tempel macht im Prinzip genau dasselbe wie der Palast. Es ist eine zentrale Organisation, sammelt ein und verteilt. Es hat immer auch, also auch in der Hochzeit der Palastwirtschaft, hat es immer auch marktwirtschaftliche Aktivitäten gegeben. Leute haben immer auch irgendwie privat gewirtschaftet. Der Das Anteil. genau war meine nächste Ja. Frage. Da wollte ich nämlich fragen, ob das denn tatsächlich überall so war oder bei den großen Flächenstaaten, weil es gab ja auch Handelsstädte in der Bronzezeit, Ebla, Kadna, Ugarit, da wird es ja ein bisschen anders gewesen sein. Ist ein bisschen anders gewesen, aber grundsätzlich gibt es immer die Dominanz der großen Institutionen. Also auch in diesen Handelsstädten, in Ugarit, in Ebla. Wir wissen ja von den ökonomischen Aktivitäten in diesen Städten durch die Palastarchive Ja. dieser jeweiligen Städte. Nun gilt natürlich, das muss ein bisschen misstrauisch stimmen. Wenn wir nur durch die Palastarchive informiert sind, haben wir natürlich auch nur praktisch den Blick aus der Palastperspektive auf diese Städte. Und unter Umständen gibt es einen Haufen ökonomischer Aktivitäten, die uns jetzt da entgehen. Und das ist genau das Risiko, das wir da eingehen. Insofern, ich würde sagen, es hat immer auch private wirtschaftliche Initiative gegeben. Es hat auch immer den Markt als Institution gegeben. Aber er hat gegenüber der doch dominanten Rolle dieser großen Organisation eine relativ eine Nischenexistenz Ja, geführt. das fand ich ja interessant, wie Sie das in dem Buch beschreiben. Auch die Gepflogenheiten, wie man miteinander kommuniziert. Nicht wie heute, dass man eben offen sagt, was man haben will und dann beginnt eine Verhandlung, sondern man spricht irgendwie von seinem Bruder, wenn man auf Augenhöhe sich unterhält, ja, der König von einem etwa gleichrangigen Königreich. Und dem liefert man Geschenke und bekommt dann im Gegenzug wieder Geschenke. Aber es ist keine so richtig offene Verhandlung, dass man sagt, jetzt hier noch, leg noch einen drauf und dann kriegst du es. So war es nicht. Man hat irgendwie in gewissen Schablonen miteinander kommuniziert. Ja, es gab dann schon Fälle, wo Leute mit den Geschenken, die sie bekommen haben, unzufrieden waren und wo sie dann auch ihrem Unmut Luft gemacht haben. Irgendwann da, das ist dokumentiert im Alten Testament, da tut König Salomo, da tut König Hiram etwas, König Hiram von Tyros, leistet Hilfe beim Tempelbau in Jerusalem und dafür kriegt er Land von König Salomo als Geschenk. Und die Mitarbeit am Tempel ist natürlich auch ein Geschenk. Und dann beschwert sich aber Hiram bei Salomo, was ist denn das hier für Land, das du mir hier gegeben hast? Und dann ist der trockene Kommentar im Alten Testament, man nennt diese Städte dürres Holz bis auf den heutigen Tag. Also so besonders dolle ist das wohl nicht gewesen, was der Salomo da dem Hiram gegeben Ja. hat. Also, aber Sie haben völlig recht, es ist eingelassen in diese Semantik der Brüderlichkeit, interagieren als Brüder, verschiedenrangige dann entsprechend als Vater und Sohn. Das ist so die Terminologie, die da gerne bemüht wird. Den Leuten ist aber durchaus bei alledem auch bewusst, dass sie schon auch ökonomische Transaktionen vornehmen. Also das ist nicht so, dass das jetzt völlig im Hintergrund ist, aber das Ökonomische ist sozusagen eingebettet. So hat ein Wirtschaftswissenschaftler Karl Polanyi das mal genannt, eingebettet in andere Semantiken. Und da spielt eben die von
Freundschaft, von Brüderlichkeit und so weiter. Das spielt da eine große Rolle. Ja. Jetzt hatten wir ja schon die Phönizier angesprochen. Dann etwas zeitversetzt machen ja die Griechen dann den Phöniziern sehr vieles nach und betreten die Weltbühne wieder, muss man sagen. Ja, ich kann auch mal das Buch kurz in die Kamera halten. Nach Joachim Latax gab es den Trojanischen Krieg ja wirklich. Und die Griechen waren mal eine Großmacht, aber dann hat es wohl ja 300, 400, 500 Jahre gedauert, bis Griechen wieder Weltgeschichte schreiben. Nicht als eine Großmacht, sondern eben ähnlich wie die Phönizier als ganz viele Stadtstaaten, die Kolonien gründen. Wenn man von Fröschen um einen Teich spricht, was ist damit gemeint? Ja, also das Bild kommt von Platon. Da sind wir dann eben schon im 5. Jahrhundert vor Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus. Da haben die Griechen eine steile Aufstiegsgeschichte davor hingelegt, aus kleinsten Anfängen. Sie haben eben schon gesagt, ja, die Griechen kommen wieder. Sie sind eigentlich schon da in der Bronzezeit. Da gibt es Palastzentren wie Mykene, Pylos und so weiter auf dem griechischen Festland. Gibt es natürlich Kreta. Und das geht dann um 1200 vor Christus auch alles den Bach runter. In Griechenland bricht eben auch dieses dunkle Zeitalter aus. Und plötzlich Mitte des 8. Jahrhunderts sind die Griechen wieder da. Und wie, könnte man sagen? Und sie kommen dann auch. Und zwar kommen sie auf Schiffen, fahren übers Mittelmeer und lassen sich an fremden Küsten nieder, gründen dort sogenannte Kolonien. Das hat nichts jetzt mit Kolonialismus im Stil des 19. Jahrhunderts zu tun. Sie gründen Kolonien, neue Städte, Städte, die ab der ersten Sekunde ihrer Existenz unabhängige, souveräne Polis, Städte, Stadtstaaten sind. Und sie tun das, weil es ihnen in der Heimat zu eng geworden ist. Griechenland ist kein sonderlich fruchtbares Land, es ist sehr gebirgig, es gibt eigentlich nur wenig Flächen, die überhaupt für Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Und wenn es einen Bevölkerungsüberschuss gibt, dann muss man den halt exportieren. Und die Leute, die jungen Männer sind es ja vor allem, die gehen halt dahin, wo niemand ist oder zumindest niemand, der ihnen irgendwie effektiv Widerstand leisten kann. Und das ist in Unteritalien, das ist auf Sizilien, das ist am Schwarzen Meer. Da gründen die Griechen dann ihre Kolonien und etwas später, da sind wir da schon im 7. Jahrhundert, werden die griechischen Polis überall in dieser jetzt sehr großen griechischen Welt, die eben von Sizilien, Nordafrika bis tief ins Schwarze Meer, ins heutige Georgien reicht, tun es die Griechen den Phöniziern gleich und werden auch zu Trägern eines gigantischen Fernhandelsnetzes. Und ganz in der Mitte, wie so eine Spinne im Netz ist dann die größte griechische Polis, das ist Athen, das mit seinen Standards, allein seinem Münzfuß der attischen Drachme, dieses ganze System beherrscht. Und in Athen kann dann eben Platon sagen, das Mittelmeer ist ein Teich und wir Griechen sitzen da rum wie die Frösche, weil also diese riesige Welt, in die man aufgebrochen ist im 8. Jahrhundert, mit eigentlich gar keiner Vorstellung, was einen da drüben in Italien oder sonst wo erwartet, die ist jetzt eben doch sehr geschrumpft. Ja. Das heißt, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen dem Handel, der Wirtschaft und dem kulturellen Aufstieg auf der anderen Seite. Ja, unbedingt. Also ohne eine ökonomische Basis wäre dieser ökonomische Aufstieg überhaupt nicht vorstellbar gewesen. Man muss sich einfach jetzt mal vorstellen, sowas wie also eine Tragödie von Aischylos oder Sophokles auf die Bühne zu bringen, es kostet natürlich Geld. Es kann sich nur eine Stadt überhaupt leisten, die über ökonomische Ressourcen verfügt. Und Athen tut das aus den unterschiedlichsten Gründen. Einerseits eben wegen seiner tatsächlich unglaublich günstigen Lage inmitten dieses Spinnennetzes des griechischen Fernhandels. Auf der anderen Seite aber auch,
weil es mit dem Attischen Seebund, diesem ursprünglichen Verteidigungsbündnis gegen die Perser, das dann aber innerhalb weniger Jahrzehnte in ein Mikroimperium, könnte man sagen, umgeformt worden ist, über doch sehr viele Ressourcen verfügt, die von den Bündnispartnern nach Athen strömen. Also es gibt eine Reihe von Gründen, aber eine florierende Wirtschaft ist auf jeden Fall die Basis der griechischen Zivilisation, die wir als klassisch zu sehen gewohnt sind. Bleiben wir vielleicht gerade noch mal bei der Zeit vor dem Attischen Seebund und vor den Perserkriegen. Welche Stadt, mal von Athen abgesehen, finden Sie besonders spannend und warum? Vielleicht eine Stadt, die gar nicht so bekannt ist, aber da ist vielleicht irgendwas passiert, historisches, was man vielleicht mehr beleuchten sollte in Dokumentationen oder wo auch immer. Also ganz sicher eine super spannende Stadt ist Korinth. Korinth ist sozusagen das Athen avant la lettre, wenn man so will. Das ist die erste Stadt, die auch aufgrund ihrer Lage, Korinth liegt direkt am Isthmus zwischen dem Golf von Korinth, also diesem Meeresarm zwischen der Peloponnes und dem griechischen Festland und eben dann dem Saronischen Golf im Osten. Und das ist auch eine enorme Gunstlage. Und Korinth ist eigentlich die Handelsstadt par excellence. Es ist für lange Zeit der große Monopolist auf dem Keramikmarkt. Das ist nun ein Markt, den wir besonders gut überblicken können, weil wir die Relikte davon überall fassen können. Wir können sehen, wohin korinthische Keramik überall verhandelt worden ist. Da haben Sie doch auch ein Foto in Ihrem Buch drin, glaube ich. Das ist sehr gut möglich. Eine Keramik, die so aussehen soll wie Metall von den Phöniziern. War das Ja. das? Ja, genau, das ist korinthisch, richtig, genau. Da macht man sozusagen erstmal was nach und dann ist man damit so erfolgreich, dass man es in die ganze Welt exportiert. Also insofern, Korinth ist eigentlich für einen Wirtschaftshistoriker fast nochmal interessanter als Athen, weil die machen alles, wie dann später die Athener, nur eben 50 oder 100 Jahre früher. Jetzt wurde dann irgendwann um 600 vor unserer Zeit in Lydien die Münze erfunden. Vielleicht sagen Sie kurz was, in welchem Umfeld die allererste Münze erfunden wurde. Ja, also Lydien ist ein kleines Reich, das im westlichen bzw. zentralen Kleinasien liegt, an der Grenze zum sich gerade formierenden Perserreich, Kyros des Großen, das dann später eben die Könige Dareios und Xerxes hervorbringt, die den Griechen noch das Leben gewaltig schwer machen werden, und der griechischen Welt. Die Griechen haben ja die Westflanke Kleinasiens mit ihren Städten besetzt, also die Küste. Und insofern ist Lydien, so klein es ist, eine Art Übergangszone oder Kontaktzone zwischen Persien, das jetzt sozusagen der Nachfolgestaat aller altorientalischen Reiche ist, die es dann auch territorial alle in sich zusammenfasst, ausgehend von der Persis, dem heutigen Iran, und eben Griechenland als, man könnte jetzt sagen, sekundärem Zivilisationszentrum, das natürlich auch dem alten Orient viel zu verdanken hat. Und insofern ist Lydien so ein Transmissionsriemen, eine Kontaktzone, Durchgangszone auch, durch die enorm viel Handel läuft. Es gibt aber auch enorm viel Edelmetallvorkommen und natürlich versucht der König von Lydien, der Kroisos heißt, also daher kommt unser Krösus, der versucht, das zu kapitalisieren, diese Gunstlage von Lydien. Und jetzt geht Lydien einen Schritt. Man hat immer schon oder seit sehr langer Zeit benutzt man Edelmetalle als Zahlungsmittel. Aber was man noch nicht gemacht hat, ist, dass man das Edelmetall ausgemünzt hat, also mit einem Stempel versehen hat, der
praktisch dafür birgt, erstens, das und das ist drin. Und zwar in so und so viel ist davon drin. Und man muss jetzt nicht, man spart sich praktisch mit diesem Stempel, der das Metall zur Münze macht, dadurch spart man sich das permanente Nachwiegen dieser Metallbarren, die da hin und her wandern. Ja. Das ist eben in Lydien findet zuerst mal dieser Innovationsschritt statt und das ist dann ein ganz bedeutender Schritt. Und ein großer Vertrauensschritt, muss man eher sagen. Denn könnte ja jeder kommen, irgendeine griechische Stadt hätte auf die Idee kommen können oder auch phönizische Stadt. Aber man muss dem ja vertrauen, dass das, was da reingestempelt wurde sozusagen, dass alle Münzen wirklich standardisiert und gleich sind, das muss man ja glauben. Genau. Und man muss es glauben, man tut es aber auch, weil natürlich allen Teilnehmern an diesem Handel der Vorteil davon sofort einleuchtet. Also man konnte es noch nicht auf solche Begriffe bringen, aber man spart durch das Ausmünzen des Metalls unglaublich Transaktionskosten. Und es leuchtete den Akteuren sofort ein. Also insofern, man musste das Vertrauen aufbringen, man hatte es aber auch, weil es ja belohnt wurde. Man sparte Kosten. Ja. Die Münze war eine so erfolgreiche Erfindung, dass sie sich im 6. Jahrhundert stark ausgebreitet hat, vor allem in Handelsstädten und vor allen Dingen bei den Griechen. Zeitgleich ging man erste Schritte in Richtung Wissenschaft, also die Naturphilosophie entstand. Und viele sehen da einen sogenannten Geld-Geist-Zusammenhang. Unter anderem jetzt hier ein neues Buch von Richard Seaford. Mhm. Was sagen Sie dazu? Ja, das kommt mir zum Teil so ein bisschen auch vor wie dieser, weil er ja auch sehr großräumig das Ganze aufzieht. So ein bisschen ist das auch die Wiederbelebung der Achsenzeit-Idee von Jaspers, dass also wenn Innovationen auf unterschiedlichen Feldern, in großen Räumen, wenn die so richtig an Fahrt aufnehmen, dass es dann zu so Durchbrüchen in Serie kommt. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Also ich bin grundsätzlich, ich bin Funktionalist und glaube auch, dass das Geistige, das Intellektuelle im Gegenzug auch Handel und Wirtschaft wieder beflügelt. Also ich glaube, dass tatsächlich, dass da ein Wirkungskreislauf entsteht. Also ein Zusammenhang in beide Richtungen. Der Zusammenhang besteht mit Sicherheit in beide Richtungen, ja. Ja. Aber interessant, dass Sie schon mal sagen, ja, diesen Zusammenhang könnte es geben. Und das ist ja spannend. Also dann kann ja ein Archäologe nach Münzen suchen und dann kann man, wenn es diesen Zusammenhang gibt, davon ausgehen, dass da auch dort das abstrakte Denken sich in irgendeiner Form weiterentwickelt hat. Ja, also ich glaube, die Münze an sich ist ja schon ein Beleg dafür, dass es abstraktes Denken gibt. Also wenn ich mich auf so ein Abenteuer wie Geld einlasse, dann habe ich einfach bestimmte fundamentale Mechanismen, die habe ich nicht in allen Einzelheiten theoretisch durchdrungen. Ich habe die aber als Erfahrungswissen zumindest irgendwo abgelegt. Und also die Wirtschaftswissenschaft ist mit Sicherheit eine Disziplin, wo die Griechen und die Römer nicht besonders gut waren. Also das, was wir da bei Aristoteles an vielleicht Tastendem dazu lesen. Xenophon? Ja, vielleicht auch. Also, aber das, ich würde jetzt mal sagen, das sind alles Traktate, die jetzt uns als moderne Menschen nicht schwerst beeindrucken. Im Gegenteil, man wundert sich halt immer, sind die wirklich so weltfremd gewesen und haben die nicht gesehen, was um sie herum in Ökonomizis wirklich passiert? Gut, das könnte man auch bei Karl Marx sagen. Ja? Also der Kapitalismus ist ja älter als die Industrialisierung, wird oft genau andersrum gesagt, aber der Kapitalismus, den gab es ja schon bei den Holländern und so weiter im 17. Jahrhundert. Und dann kam die Industrialisierung und Karl Marx hat, naja,
es nicht auf den Punkt und erklärt, was Arbeit wirklich, also eben Karl, jetzt wollte ich gar nicht anfangen damit, aber Karl Marx sagt ja, dass ein Produkt so viel wert ist, wie viel Arbeitsstunden da drin stecken. Und er sagt eben nicht, ein Produkt ist so viel wert, wie ein anderer dafür bereit ist zu zahlen. Klar. Und das hätte er ja aber sehen können zu seiner Zeit. Marktmechanismen hat er halt auch noch nicht durchdrungen. Insofern ist er da nicht sehr viel weiter als Aristoteles. Das würde ich auch sagen, ja. Gibt heute auch noch viele, die so ticken, ja. Ja. Aber jetzt schweifen wir ab. Wir waren bei dem möglichen Geld-Geist-Zusammenhang. Sehr spannendes Buch. Leider ist er ja gestorben, der Richard Seaford, Ende letzten Jahres. Als nächstes wollte er sich China vornehmen, weil in dem Buch vergleicht er ja den Zusammenhang, den Geld-Geist-Zusammenhang in der griechischen Welt. Dann sieht er etwas Ähnliches in Indien, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, aber schon einen ähnlichen Zusammenhang. Und dann wollte er sich als nächstes China vornehmen. Jetzt ist er leider gestorben. Aber vielleicht wollen Sie was dazu sagen. Ich habe hier einen Artikel aus der antiken Welt, angeblich älteste Münzprägestätte entdeckt. Und hier steht in einem Artikel drin, Guanzhou in China, standardisierte Spatenmünzen. Also sie sahen anders aus, nämlich so, aber im Prinzip die gleiche Funktion. Und da steht dabei, Münzprägestätte, die zwischen 640 und 550 vor unserer Zeit in Betrieb genommen wurde. Also wirklich zeitgleich mit den Münzen in Lydien. Und Sie haben es gerade angesprochen, das spricht ja wieder dafür, dass es so etwas wie eine Achsenzeit tatsächlich gab, oder? Ja, zumindest will ich das nicht. Also ich halt diesen Achsenzeitbegriff für begrenzt operationalisierbar. Ich glaube, Jaspers und dann auch in seiner Nachfolge Eisenstadt, die hängen da ein bisschen zu viel dran und er wird dann auch so ein bisschen mystifiziert. Aber dass es Entwicklungen gibt, die mehr oder weniger gleichzeitig im Westen, in der Mitte von Eurasien und im Osten eine gewisse Dynamik erlangen. Das kann man überhaupt nicht leugnen. Und ich glaube auch jetzt im Lichte dessen, was wir vielleicht später noch über Interaktion zwischen verschiedenen Räumen in Eurasien, dann in der hellenistischen und der römischen Zeit sagen werden. Vielleicht sind das auch nicht alles nur Zufälle und vielleicht ist das auch nicht so, dass es alles nur typologisch gleichgerichtete Prozesse sind, sondern vielleicht hängen die tatsächlich auch genetisch miteinander zusammen und vielleicht sind die Interaktionsmuster in Eurasien schon in der archaischen, also in dem, was in Griechenland die archaische Zeit, die klassische Zeit ist, vielleicht sind die viel dichter, als wir das im Moment auf dem Schirm haben. Aber da muss sicherlich noch viel Forschungsarbeit geleistet werden und ja. Wir wissen noch nicht alles. Ja, ich finde das unglaublich spannend, weil früher konnte man ja sagen, okay, was für ein unglaublicher Zufall, östlicher Mittelmeerraum, Indusregion und China, da tun sich Dinge, da entsteht die Basis von dem, was Kulturen ja bis heute prägt, mehr oder weniger gleichzeitig. Und wenn Richard Seaford tatsächlich recht hat, dann hat er vielleicht einen Grund dafür geliefert, ja, dann sozusagen Welthandel. Handel wird komplizierter, es gibt standardisierte Zahlungsmittel, die den Handel dann vereinfachen. Das führt zu mehr Mathematik im Alltag, das fördert das abstrakte Denken. Und da gibt es im östlichen Mittelmeerraum Naturphilosophie und im 6. Jahrhundert in China lebt Konfuzius und Laozi, also genau auch zu dieser Zeit. Und das wäre ja verblüffend, wenn tatsächlich der Handel bzw. die Münzen sozusagen der Auslöser waren oder einer der Auslöser. Das wäre die Verbindung. Ja, ich meine, wir hätten dann in gewissem Sinne so einen Moment, wie Max Weber ihn fürs Spätmittelalter in Europa ausarbeitet, dass irgendwie das, was er Rechenhaftigkeit nennt und zum Beispiel so ein System wie die Buchführung, dass das sich plötzlich flächendeckend durchsetzt und dass da dadurch der moderne Kapitalismus entstehen kann, aber auch etwa geistige Entwicklungen möglich werden wie die Renaissance. Also das kann man vielleicht
miteinander parallel setzen, ja. Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen, die mit Ihrem Buch nur am Rande zu tun haben, aber mich interessiert, was Sie dazu sagen. Und dann kehren wir auch gleich wieder zum Buch zurück, wenn Sie erlauben. Bleiben wir kurz nochmal bei dieser Achsenzeit. Ja? Gehen wir davon aus, dass es die wirklich gab und dass die Münze einer der Auslöser war für das abstrakte Denken und so weiter. Meine Frage ist, wenn man mal auf die Religion schaut, in der Mitte des ersten Jahrtausends entstand das Judentum und der Buddhismus. Und könnte das eine Gegenreaktion sein auf das neue Denken, auf die neue Welt, die da gerade am Entstehen war, ähnlich wie die Reformation unter anderem eine Gegenreaktion war auf die Veränderung während der Renaissance? Ja, also in Indien überblicke ich das jetzt nicht wirklich gut genug, um dazu fundiert Stellung nehmen zu können. Beim Judentum haben wir im Moment das Problem, dass die ganzen Texte, auf die sich jetzt so eine Hypothese stützt, womöglich alle sehr viel später datieren, als wir das bisher geglaubt haben. Also wir sind im Moment gerade, also die Wissenschaft vom Alten Testament ist in einer großen Umbruchphase und ganz viele Texte, jetzt etwa wie Amos zum Beispiel, ja, wo wir früher geglaubt haben, das sind tatsächlich Verhältnisse der Eisenzeit vielleicht, die da gespiegelt werden, oder sagen wir zumindest der Perserzeit, das tendiert jetzt alles in die, wenn überhaupt in die späte Perserzeit oder sogar schon in den Hellenismus rein. Es schließt natürlich nicht aus, dass es trotzdem Reaktionen darauf gibt. In Griechenland haben wir auf jeden Fall Reaktionen auf solche, ich nenne das jetzt mal ganz freihändig, Modernisierungstendenzen. Da haben wir erstmal sozusagen den aristokratischen Widerstand dagegen im 6. Jahrhundert, Theognis, Solon, vor allem Theognis von Megara. Das sind Leute, denen passt die ganze Richtung nicht. Dass da plötzlich Leute, die aus dem Nichts kommen und nur weil die irgendwie im Handel das große Geld gemacht haben, deswegen sollen die jetzt plötzlich in der Gesellschaft ganz oben stehen. No way. Und Also so ein bisschen altes Geld rümpft die Nase vor dem neuen Geld. Das alte genau. Geld entstand mal wahrscheinlich irgendwie im Krieg, da hat man große Ländereien bekommen, die Vorfahren. Genau. Und dann hat man seine Stellung durch die Ländereien und plötzlich kommt da jemand, der hat Geld durch Handel erwirtschaftet. Geht gar nicht. Genau. Das sind also die Parvenüs und die werden auch wirklich dann sehr, sehr effektiv stigmatisiert. Der alte Geldadel legt sich natürlich einen bestimmten Habitus, einen Verhaltenskodex und so weiter zu, wie man sich dann von den anderen absetzt. Und im Grunde ist das die gleiche Haltung, die wir dann später bei Platon und Xenophon und Aristoteles im Grunde auch immer noch. Ja, das ist also eine Sache der longue durée, diese Skepsis gegenüber allem, was irgendwie neu ist, was die überkommenen Hierarchien unter Umständen in Frage stellt. Also ein aristokratischer Widerstand gegen Innovation. Und in der Bibel, im Alten Testament, gibt es solche Stimmen auch. Ich habe eben Amos genannt. Nur die Chronologie ist eben dort inzwischen so im Umbruch, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, in welche Zeit gehört denn das genau. Aber solche Krisen, solche Modernisierungskrisen machen Gesellschaften natürlich immer mal wieder durch. Also insofern gibt es auch immer wieder so Phasen, in denen dann solches Denken halt violent wird. Was ich spannend fand, ist, dass am Indus und eben auch bei einigen Griechen, Pythagoras und so weiter, dass da Bedürfnislosigkeit gut ankommt, ja. Und da dachte ich mir, ja, das ist gerade eine Zeit, wo der Wohlstand steigt, wo unglaublich viele Güter angeboten werden auf den Märkten, also ganz viele neue Möglichkeiten, Chancen und neues Weltwissen. Und da wird sozusagen gepredigt, du brauchst das alles nicht, zieh dich zurück. Bedürfnislosigkeit. Ja? Also für mich ist das eine Gegenreaktion. Ja, kann man sicherlich auch mit, sagen wir mal, mit modernen Tendenzen, Postmaterialismus und so weiter durchaus vergleichen.
Ja, so, ich glaube, sowas kommt auch immer wieder in bestimmten Phasen. Also die Beobachtung, dass das in eine ökonomische Boomphase kommt, die ist sicher richtig. Noch ein paar wenige Fragen, nicht zum Buch, bevor wir zurückkommen. Da möchte ich gerne meinen Bildschirm teilen. Wenn das hier geht, ja hier. Und noch ein letztes Mal zu dem möglichen Geld-Geist-Zusammenhang. Wahrscheinlich vor allen Dingen für die Zuschauer interessant. Können Sie das gerade sehen, die vier Fotos? Da gibt es die Archäologin, ich spreche den Namen wahrscheinlich falsch aus, Majoli Lennens de Wilde, eine Holländerin wahrscheinlich, die hat das untersucht und die geht davon aus, dass das, was wir hier sehen, tatsächlich Bronzezeit ist, Geld ist, und zwar nicht irgendein Geld, sondern tatsächlich schon standardisiertes Geld. Das sieht man vor allen Dingen bei diesen Spangenbarren, die untersucht wurden von ihr und die gleich viel wiegen, gleich lang sind und so weiter und so fort. Und was auch sehr interessant ist, das trifft auf die Spangenbarren zu, aber auch auf die Spiralringe hier, dass sie zu Zehnerbündeln schon zusammengefasst sind. Und da könnte man ja schon auf die Idee kommen, mit Mathematik, abstraktes Denken, dass es diesen Geld-Geist-Zusammenhang vielleicht schon in der Bronzezeit gab. Tja, wobei man sich dann natürlich fragen müsste, warum das Dezimalsystem dann wieder aus der Mode gekommen ist. Denn das wäre ja so revolutionär gewesen, dass warum vergisst man das dann wieder? Nur weil ich das so interessant fand, diese Tontafeln aus Mesopotamien und den Papyrus aus Ägypten zeigen, weil wenn es den Geld-Geist-Zusammenhang in der Eisenzeit gab und vielleicht auch in der Bronzezeit, spricht einiges dafür, wenn man sich diese Chronologie eben anschaut, weil die Tontafeln und der Papyrus eben zeitversetzt etwas später war, wie das, was die hier in ihrer Doktorarbeit geschrieben hat mit diesen Bronzezeitgeld, das bis zu 4000 Jahre alt ist. Also das ist doch vielleicht was für eine zukünftige Doktorarbeit von einem Studenten von Ihnen, oder? Also sagen wir, wo auf jeden Fall, glaube ich, eine Menge Musik drin ist, wo ich gerade jetzt den Papyrus gesehen habe und die Tontafel mit der Keilschrift. Was die eigentlich große Innovation ist, ist ja die Alphabetschrift, weil sie es ermöglicht, Schrift zu benutzen, ohne dafür spezialisiert zu sein. In Ägypten und in Mesopotamien, Hieroglyphen, letztendlich auch das Demotische und die Keilschrift, da braucht es Menschen dafür, die spezialisierte Schreiber sind und die nur diesen Job machen. Die Alphabetschrift ist so leicht zu handhaben, dass jeder das kann. Vor allem die Kaufleute, die machen sozusagen Schriftbenutzung, das macht man so nebenbei. Ja. Und man muss sich natürlich fragen, warum kriegt man das überhaupt hin, dass man Schrift aus dieser Fachidiotensphäre rausholt und daraus etwas macht, was jeder kann. Und da würde ich sagen, da ist die Triebfeder ist mit Sicherheit wieder ökonomisch, weil Kaufleute, Leute, die ökonomische Aktivitäten entfalten, die sagen sich, ja, also Schrift, das ist etwas, das ist uns nützlich, das brauchen wir auch, aber wir müssen das so gestalten, dass wir das eben handhaben können und dass man keine jahrelange Spezialausbildung braucht, um damit überhaupt klarzukommen. Insofern, da würde ich sagen, da ist der Geist-Geld-Zusammenhang ganz offensichtlich. Die Alphabetschrift wird ein ökonomischer Katalysator. Sie vereinfacht plötzlich vieles, sie vereinfacht Transaktionen. Das ist auch einer der Faktoren, weswegen die Paläste die zentrale Rolle verlieren, weil jetzt jeder Vertrag kann und jeder kann Archiv. Man braucht keine große Institution mehr dafür. Ja. Und die Alphabetschrift ist dann aber wieder auch gleichzeitig das Medium, das enorme Ressourcen für die geistige Entwicklung freisetzt.
Das heißt, die Frage, die Sie gerade gestellt haben, warum hat sich das Zehner-System dann noch nicht überall durchgesetzt zu der Zeit? Die haben Sie im Prinzip dann selbst beantwortet. Das könnte daran liegen, dass damals in der Bronzezeit eben nur wenige, sehr wenige Spezialisten eben geschrieben haben und in der Verwaltung tätig waren. Und in der Eisenzeit durch die Alphabetschrift war es normal, dass man schreiben konnte. Und es waren sehr viel mehr Leute, die geschrieben haben. Denkbar. Also ich kenne jetzt die Hypothese von der Frau de Wilde nicht. Es ist ja halt sowieso nur eine Hypothese. Also wir wissen ja nicht, was dahinter steckt. Denkbar. Es ist immer denkbar, dass auch Innovationen wieder in Vergessenheit geraten. Also das ist nichts jenseits des. Das ist mein Stichwort für das, was ich als nächstes noch für die Zuschauer erwähnen wollte, nur der Vollständigkeit halber. Ich habe nämlich hier unten ein paar Münzen mir noch rausgesucht aus dem späten Mittelalter. Der Augustales von Kaiser Friedrich II. Und hier sehen wir noch den Florentiner und den venezianischen Dukat. Und im Mittelalter war es ja so, dass da die Münze keine große Rolle in der Wirtschaft gespielt hat, außer dann wieder ab dem späten Mittelalter. Und eben unter anderem mit diesen Münzen, man sieht es an der Jahreszahl. Das heißt, wenn es so war, großes Wenn, Geld-Geist-Zusammenhang und so weiter und so fort, dann gab es den vielleicht dreimal in der Bronzezeit, in der Eisenzeit, sogar in drei Regionen bis China und dann nochmal im späten Mittelalter, was dann die Grundlagen gelegt hat für die Renaissance. Alles steil wahrscheinlich, diese Thesen, aber spannend finde ich. Ja, also ich meine, der letzte Teil, das wäre ja im Grunde schon Max Weber. Also der würde das vielleicht nicht eins zu eins so unterschreiben, aber er würde das, glaube ich, im Wesentlichen, würde er dem sein Okay geben. Ja, sicher. Also eines ist unleugbar, um intellektuelle Ressourcen zu schaffen. Braucht es immer ökonomische Ressourcen. Also man muss einfach dran denken, wie viel Geld investieren Steuerzahler, investieren Privatleute heutzutage in unser Universitätssystem und wie rasant vervielfacht sich Wissen in unseren Tagen. Das ist natürlich auch etwas, was nur mit einer soliden ökonomischen Basis möglich ist. Grundlage. Ja. Gut, dann springen wir jetzt wieder in die Eisenzeit und zu ihrem Buch. Und da ist es ja so, dass Sie schreiben von, wie drücken Sie es aus, protoindustriell hergestellte Objekte bereits in der Eisenzeit. Was zum Beispiel? Die Keramik, die Sie erwähnt haben, wahrscheinlich. Keramik ist das beste Beispiel. Also die Keramik ist überhaupt durch die gesamte Antike eigentlich das, was am ehesten in hochgradig arbeitsteiliger Weise hergestellt wird, in großen Massen auch, was auch viel nachgefragt wird, was viel gebraucht wird, in den unterschiedlichsten Spielarten als Vorratsgefäße, als Kochtöpfe, aber auch als sozusagen Omas gutes Service. Ja, also das sind alles die Varianten, in denen Keramik kommt. Sie wird viel nachgefragt. Sie ist leicht kaputt zu kriegen, aber dann bleibt sie lange im Boden, ist also auch gut für uns nachweisbar. Und sie ist nicht wiederverwendungsfähig, anders als Metallgegenstände. Insofern, also für die Archäologen ist Keramik ein Glücksfall. Und man sieht dann eben bis in die römische Antike hinein, verfeinern sich die Produktionsprozesse, aber auch die Märkte für Keramik immer weiter, bis dann schließlich wenige Produktionszentren von Terra Sigillata, vor allem im südlichen Gallien, im Grunde den Weltmarkt für Terra Sigillata unter sich aufteilen. Der Weltmarkt für Terra Sigillata reicht weit über das Römische Reich hinaus. Also eine sensationelle Erfolgsstory. Bis wohin? Naja, auf jeden Fall bis ins germanische Barbarikum hinein, bis nach Indien, bis nach Afrika hinein, aber auch selbst bis nach Skandinavien. Ja.
Weil wir natürlich nicht nachverfolgen können, wie direkt ist solche Keramik dahin gekommen, ist es unter Umständen so eine Art stiller Handel noch gewesen, die dann in noch fernere Gegenden gebracht hat. Aber also die Verbreitungskarte von Terra Sigillata ist schon sehr beeindruckend. Und wenn wir mal umgekehrt schauen, also Waren aus Ostasien, genauer China, wie lange oder seit wann erreicht Seide den Mittelmeerraum? Weiß man das? Ja, also wir wissen, dass Seide, die große Wasserscheide ist die Entdeckung beziehungsweise eigentlich Wiederentdeckung der Monsunwinde für den Handel. Das war im 3. Jahrhundert vor Christus. Und es ist auch kein Zufall, dass das passiert. Wir haben mit den Nachfolgestaaten des Alexanderreiches, hauptsächlich den drei großen Reichen, Antigonidenreich in Makedonien, Seleukidenreich in Vorderasien, Ptolemäerreich in Ägypten. Da haben wir plötzlich sehr große Gesellschaften mit sehr zahlungskräftigen Eliten. Und diese Eliten wollen ihre Zahlungskraft natürlich nach außen demonstrieren. Sie wollen wirtschaftlichen Erfolg zeigen. Und das tut man am besten mit teuren Gegenständen. Und das absolut teuerste sind exotische Waren, die von weit her kommen. Seide ist das Beste. Aber man kann die Nachbarn ja auch beeindrucken, wenn man überall Pfeffer und Safran und so weiter reintut. Also alle möglichen Luxuswaren, die von weit her herangeschafft werden, kommen plötzlich auf den mediterranen Markt. Der Schlüssel ist die Wiederentdeckung der Monsunpassage. Und Und das hängt mit Alexander dem Großen zusammen. das hängt mit, also die Wiederentdeckung der Monsunpassage ist natürlich eine mehr oder weniger zufällige Entdeckung gewesen. Sie ist aber gekoppelt an das Entstehen großer Märkte im Westen für Waren, die aus dem Osten kommen und für Otto-Normalverbraucher schlicht und einfach unerschwinglich sind. Und Sie haben es ja eigentlich gerade schon angedeutet, aber ich muss noch mal nachfragen, weil die Zeit so unglaublich spannend ist, nämlich der Hellenismus, der eben beginnt mit Alexander dem Großen. Wie unterscheidet sich da ja, man kann ja fast von Welthandel sprechen, zu dem, was es davor gab? Naja, wir haben davor im klassischen Griechenland halt ein System mit sehr vielen kleinen politischen Akteuren. Von den kleinen sind Athen, Theben jetzt die größten, aber auch die sind ja relativ klein. Worum geht es denen? Was brauchen die, um zu existieren? Die brauchen im Wesentlichen, also Athen importiert im Wesentlichen Getreide. Sicherheit der Getreidezufuhr, das ist sozusagen die Prime Directive der athenischen Wirtschaftspolitik. Und es geht darum, die Zufuhr von Getreide aus dem Schwarzen Meer da sicherzustellen. Aus dem Schwarzen Meer. Aus dem Schwarzen Meer, da kommt das Getreide her. Also nirgendwo im Mittelmeer wächst doch wahrscheinlich weiter westlich würde, aber Schwarze Meer, das ist also für die Athener der bequemste Weg, daran zu kommen. Und wenn wie in der Spätphase des Peloponnesischen Krieges die Spartaner es schaffen, den Getreidenachschub, den Hahn da abzudrehen, haben die Athener ein Problem. Die großen Imperien, die in der Nachfolge des Alexanderreichs entstanden sind. Die brauchen aber ganz andere Dinge. Also Getreide ist ein Gut, das die in der Regel selber herstellen und erwirtschaften können. Dazu sind sie flächenmäßig groß genug. Für die sind ganz andere Dinge entscheidend. Da geht es um Statussymbole für die Elite. Und deswegen kommt der Handel mit solchen Luxusgegenständen, wo es eben jetzt auch Leute gibt, die sich die leisten können. Und wenn es Leute gibt, die sich die leisten können, gibt es einen Markt. Deswegen bekommt der Handel mit solchen Gegenständen jetzt einen, ich kann noch nicht mal sagen, einen ganz neuen Schwung. Der fängt überhaupt erst an. Der ist vorher, in Zeiten des klassischen Griechenlands, niemand braucht Seide, weil sich auch niemand Seide leisten kann.
Aber im Ptolemäerreich und im Seleukidenreich, da sind Leute, die können sich Seide leisten und deswegen brauchen sie die auch. Jetzt könnte man natürlich fragen, aber was unterscheidet jetzt die griechischen Herrscher dieser Riesenreiche im Osten von dem, was vor, also ich meine, es gab ja davor das Persische Reich und da muss es ja auch eine große Elite gegeben haben, die reich war und die sich Seide hätte leisten können. Ja, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es im Perserreich nicht Seide gegeben hat. Ja, Also okay. über die Monsunpassage, aber natürlich gab es im Perserreich eine Elite, die sich das leisten konnte. Und aber auf jeden Fall gab es im Perserreich einen schwunghaften Handel mit Luxusgegenständen aller Art. Aber das Perserreich war territorial so aufgestellt, dass es bis an die Schwelle Indiens reichte. Das heißt, man konnte an diese Dinge sowieso rankommen. Ja. Wahrscheinlich auf dem Land handelt. Aber da müssen Sie jemanden fragen, der sich mit dem Perserreich besser auskennt als ich. Also da bin ich überfragt. Aber wir können absolut sicher sein, dass in Persepolis an Luxusgegenständen kein Mangel herrschte. Das ist ein unersättlicher Markt dafür gewesen. Ja. Kommt mir jetzt gerade nur ein Gedanke, das wäre vielleicht ganz spannend, sich näher anzuschauen, ob das im Perserreich vielleicht auch daran lag, also falls es da weniger Güter gab wie später, dass das Perserreich vielleicht auch ein Stück weit wie die Palastwirtschaft in der Bronzezeit organisiert war, mehr Pflichten, Abgaben, einsammeln und abgeben, mehr so zentral für verwaltungswirtschaftsmäßig. Und die griechische Kultur, diese Stadt- und Handelskultur, die da kam, die war ja eher kapitalistisch sozusagen. Und vielleicht war das der entscheidende Unterschied. Ja, da würde ich Ihnen empfehlen, sprechen Sie mal mit dem Josef Wiesehöfer. Der kann Ihnen da sicher kompetenter Auskunft geben als ich. Okay. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo Sie sich ja eigentlich am besten auskennen, nämlich die Römerzeit. Jetzt haben wir uns schon eine Stunde unterhalten. Was ist denn aus Ihrer Sicht so das Wichtigste oder das Spannendste aus der Römerzeit zum Thema Wirtschaft? Ich glaube, also wenn man jetzt das so in Form von Takeouts formulieren will, dann würde ich sagen, das sind zwei Dinge. Erstens die dichte Vernetzung des Mittelmeerraums mit Verkehrsadern, Straßen, transmediterranen Seerouten, die so weit geht, dass also auch bei High Bulk, Low Value Gütern wie Getreide oder jetzt der Terra Sigillata oder Garum, Fischsoße oder Wein, da wird es dann schon ein bisschen teurer. Aber bei solchen Gütern spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wo die produziert werden. Sie finden überall ihre Abnehmer und es gibt einen transmediterranen Handel mit solchen Gütern im gesamten Römischen Reich. Das heißt, eine ausgesprochen dichte ökonomische Verflechtung mit, wenn man so will, sehr, sehr engmaschigen Lieferketten, ohne die das römische Imperium zumindest nicht mehr das wäre, was es war. Und man sieht es dann im 3. Jahrhundert, als die Lieferketten tatsächlich unterbrochen werden, weil die Währung nicht mehr funktioniert, da ändert das römische Imperium fundamental seine Gestalt. Und das ist dann der Anfang der Spätantike. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist also das ist jetzt sozusagen intensive Verflechtung im mediterranen Maßstab. Der zweite wichtige Punkt, zweites Takeout, ist extensive Verflechtung im für damalige Verhältnisse globalen, will sagen afro-eurasischen Maßstab. Das Römische Reich ist ein riesiger Markt für Erzeugnisse aus aller Herren Länder, aus dem subsaharischen Afrika, genauso wie aus Indien oder China oder germanisches Barbarikum, Frauenhaar, Bernstein und so weiter. Es ist immens zahlungskräftig und es schafft sich, also jetzt nicht das Imperium, aber die Umwelt des Imperiums schafft sich die Logistik, um
diesen Handel zu bewerkstelligen. Städte jetzt wie Palmyra, die als Gateway sozusagen ins Römische Reich fungieren. Und alle möglichen Hindernisse, das darf man nicht vergessen, die werden überwunden. Wüsten werden überwunden, Ozeane werden überwunden. Und vor allem, was noch viel wichtiger ist, politische Grenzen und politisch fragile Räume werden überwunden. Und diese extensive Verflechtung, das würde ich jetzt sagen, ist sozusagen im wirtschaftsgeschichtlichen Maßstab das zweite wichtige Takeout. Wenn man jetzt noch ein drittes wichtiges Takeout will, dann könnte man sagen, das Römische Reich bestätigt das alte Diktum von John Maynard Keynes: In the long run, we are all dead. Das Römische Reich war irgendwann auch zu Ende. Diese grandios verflochtene Wirtschaft, sowohl im mediterranen wie auch im globalen Maßstab, hat dann irgendwann aufgehört, verflochten zu sein. Sie ist entflochten worden. Und das entflochtende römische Imperium, und das ist interessant, die wirtschaftliche Entflechtung geht der politischen Entflechtung voraus. Also Ja. bevor jemand sozusagen den großen Reset-Knopf da im Westen drückt und dem Römischen Reich als politischer Struktur das Licht ausknipst. Davor ist eigentlich schon dieser dicht verflochtene Raum, dieser große Binnenmarkt zusammengebrochen, weil eben die Währung nicht mehr funktioniert. Und das wäre jetzt das dritte Takeout, also ökonomische Entflechtung geht Geht politisch nicht gut aus. geht nicht gut aus. Nein, ökonomisch, das sollten sich alle, die jetzt von Decoupling und De-Risking sprechen, sollten sich das durch den Kopf gehen lassen und mal einen Seitenblick aufs Römische Reich werfen. Die Kosten sind immens. Ja. Also schauen wir mal, ob ich es richtig verstanden habe. Punkt 1 war die stärkere Vernetzung innerhalb des Reiches durch mehr Handelsschiffe, größere Transportschiffe und vor allen Dingen die römischen Straßen überall. Punkt 2, die stärkere Verflechtung mit der Außenwelt. Und den Sicherheitsraum, natürlich, den das römische Militär schafft. Ja, also sie brauchen keine Angst vor Piraten, Wegelagerern, Banditen und so zu haben. Ja, reduziert alles Transaktionskosten. Man kann sicher Waren bis hoch nach Britannien liefern. Genau. Ja. Zweiter Punkt, die Verflechtung mit der Außenwelt war stärker und weitere Distanzen anscheinend. Und dritter Punkt habe ich gelernt, wenn man die wirtschaftliche Verflechtung minimiert, geht das nicht gut aus. Zumindest im Fall des römischen Imperiums nicht. Nee. Ja. Könnte man jetzt natürlich noch vertiefen, woran liegt das? Ja, hat man wieder zu viel auf den Staat gesetzt und zu wenig auf den Markt? Ist da dran vielleicht sogar die neue Religion schuld und so weiter und so fort? Haben wir heute nicht mehr die Zeit dazu. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie irgendwann mal vielleicht im nächsten Jahr nochmal Lust haben, sich mit mir zu unterhalten. Machen wir sehr gerne, Herr Hopf. Das hat jetzt viel Spaß gemacht und das machen wir auch gern mal wieder. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Jetzt sind Sie dran. Was hat gefehlt? Was müsste richtiggestellt werden? Schreiben Sie es in die Kommentare. Jonas Hopf. Ich heiße Jonas Hopf. Nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie nicht verpassen, wenn ich ein neues Video hochlade.